Herzbilanz Teil 3, heute mit unserem Cheftrainer Akif Gütschli. Akif, danke für deine Zeit. Wir wollen gar nicht lange drum herumreden. Wir fangen gleich mit der Bilanz. Das erste halbe Jahr ist vorbei. Wie blickst du zurück auf dein erstes halbes Jahr als Cheftrainer? Ich möchte zwar keinen Spruch. Ja, eigentlich sehr, sehr positiv für die äußeren Umstände, wie wir eigentlich gestartet haben, muss ich sagen. Hut ab vom Vorstand, von den Jungs. Wir haben auch unseren Teil beigetragen. Wie gesagt, vor der Saison hat die Situation sofort unterschrieben. Ja, es gibt mir Hoffnung für mehr. Du hast im Sommer ja wirklich eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft vorgefunden. Ich kann mich noch gut an das erste Training erinnern, wo wir draußen gestanden sind, mit sehr, sehr vielen Testspielern, wo keiner so recht gewusst hat, okay, wer von ihnen wird dann wirklich zum Kader gehören. Teilweise viele junge Spieler auch dabei. Wie ist es dir, und speziell natürlich dir mit deinem Trainerteam, gelungen, aus dieser zusammengewürfelten Mannschaft eine Einheit zu formen? Ja, da ist sicherlich noch viel, viel Luft nach oben. Also wir haben da nicht wirklich viel Zeit gehabt und wir haben da schon, muss ich auch sagen, ein Glück gehabt, dass wirklich so Top-Charaktere in der Mannschaft da sind. Und ja, das hat sich eigentlich irgendwie ein bisschen selber entwickelt. Also wir haben Woche für Woche haben uns immer viel besser verstanden und es ist auch eine super Mischung, sage ich mal, zwischen jungen und ein bisschen älteren Spielern. Die älteren Spieler nehmen die Jungs super auf, helfen ihnen weiter. Die Jungen sind auch sehr motiviert und hochen auch, wenn man ihnen was sagt. Deswegen glaube ich, war das so eine Eigendynamik, was sich super entwickelt hat. Gehen wir ein bisschen ins sportliche Detail rein. Mit welchen Aspekten und in welchen Bereichen warst du denn sehr zufrieden und mit welchen weniger? Wenn man die Tabelle anschaut, ist es eh klar ersichtlich. Wir haben, glaube ich, nach Völs die zweitstärkste Defensive. Offensiv war man vielleicht die Spur zu harmlos, wenn man das so sagen kann. Wie siehst du das? Ja, eigentlich ähnlich. Also die Tabelle lügt nicht, sagen wir ja. Also wir haben nach Völs die beste Defensive. Offensiv, ja, da haben wir eben wirklich wenig Zeit gehabt, weil bis wir einfach die Automatismen geschafft haben, bis die Spieler mal sich an Stadion, an Gegner, an die Liga angepasst haben, waren die Spiele eigentlich schon vorbei. Und trainieren kann man, sage ich mal jetzt ganz ehrlich, die Defensive, sage ich mal, ein bisschen schneller und einfacher und die Offensive braucht halt Zeit und hoffentlich haben wir die Zeit noch in der Wintervorbereitung. Auffallend war, dass wir uns gegen die tendenziell stärkeren Teams deutlich leichter getan haben, wie gegen die nominell schwächeren Teams. Wie kann man sich das erklären? Sind die nominell schwächeren Teams einfach ständig noch tiefer hinten drinnen? Ist das eine Erklärung? Auf jeden Fall. Wenn man die Tabelle anschaut, haben wir gegen die Vorderen eigentlich alle gewonnen oder nicht verloren. Und gegen die unteren Tabellenhälfte haben wir eigentlich viele Punkte liegen lassen. Das hat auch ein bisschen was mit dem Spielverlauf zu tun. Wenn man da tief steht und in Führung geht, dann tut man sich natürlich als Gegner leichter und umso schwieriger. Aber das kann man so definieren, ja. Wenn man sich so ein bisschen die Kaderstruktur anschaut, wir haben auf der einen Seite die Stützen, die erfahrenen Spieler wie Ascholl, Lacazette und wie sie nicht alle heißen, aber auf der anderen Seite sehr, sehr viele junge, talentierte Spieler, die den nächsten Schritt in dem halben Jahr jetzt schon gemacht haben, ein paar zu nennen, Bitucznik, Papic, Oliveira sind zu Stammspieler geworden. Aber Simon Berger zum Beispiel, der zum Schluss überragend gehalten hat. Ja. Wie siehst du die Entwicklung von den Jungs? Ja, sehr, sehr positiv. Beim ersten Training habe ich ja gar nicht gewusst, wer alt, wer jung ist. Von dem her war das eigentlich mir wurscht. Man hat sich das Woche für Woche einfach angeschaut am Platz, die Leistungen. Und im Nachhinein, wenn man da ein bisschen detaillierter reinschaut, ist das schon ein Wahnsinn mit 15, 16 Jahren teilweise. Und vor allem, wenn man weiß, was die Jungs eigentlich letzte Saison, wo die gespielt haben, in der U16 oder in der Bezirksliga, ist das schon ein brutaler Sprung. Und nach hinten der ganze Druck mit den Fans, Stadion, das ist eine andere Welt für sie. Und das haben sie, muss ich echt sagen, in der kurzen Zeit super gemacht. Also das kann ich nur applaudieren und wie gesagt, ich schaue nicht nur auf junge oder auf alte Spieler, sondern es zählt einfach die Leistung. Und umso natürlich schöner ist es, wenn man einfach sieht, ja, die sind eigentlich noch 15 und 16 und da ist noch viel, viel Potenzial dahinter. Du wirst jetzt im Winter zum ersten Mal eine Vorbereitung haben mit deiner Mannschaft, im Sommer war ja nicht wirklich Zeit dafür. Wie wichtig ist das zum einen und zum anderen, welche Dinge wirst du da forcieren? Ja, da hat man sicherlich jetzt viel mehr Zeit im athletischen Bereich, im taktischen Bereich braucht man nicht reden. Auch sich einmal gegenseitig viel besser kennenzulernen, auch die Spielanlage und auch mal ein Teambuilding zu machen. Das haben wir ja leider nicht gehabt im Sommer. Eher Wahnsinn, wo wir jetzt eigentlich stehen für das, dass wir es nicht gehabt haben. Und wie gesagt, im athletischen Bereich werden wir sicherlich viel machen, wie alle anderen Vereine, auch im taktischen Bereich. Und wichtig ist auch, dass man einfach einmal 10 Wochen Zeit hat, ja, und um in Ruhe, ohne Druck zu arbeiten, weil wir haben jetzt müssen im Sommer trotz ohne Vorbereitung auch zu liefern.
Und das ist nicht einfach. Das hat mich schon ein paar graue Haare mehr gekostet, muss ich sagen. Kannst du uns mal kurz den Zeitplan der Jungs skizzieren? Ich glaube, die haben jetzt aktuell frei, kommen dann wieder, haben dann nochmal eine kurze Pause und dann startest du eigentlich mit deiner Vorbereitung so richtig. Genau, wir haben jetzt gleich nach der Meisterschaft 2 Wochen Pause gehabt. Dann haben wir die Übergangsperiode, wo wir bis Weihnachten trainieren. Da sind wir 3-mal in der Woche am Platz. Und dann haben wir wieder über die Weihnachten frei und am 9. Jänner geht es wieder mit der richtigen Vorbereitung los. Das sind ungefähr, glaube ich, 9 bis 10 Wochen, wo wir sie noch herrichten müssen. Winter ist ja immer Transferzeit, bekanntlich im Unterhaus nicht ganz so einfach, Wintertransfers zu tätigen. Würdest du dir welche wünschen? Ja, als Trainer will man immer, sage ich einmal, einen breiten Kader haben. Das hängt natürlich auch viel ab, wie steht der Verein da, was sind Spieler, die was vielleicht auch von selber sagen, sie wollen immer weitermachen. Wir haben schon mit unserem sportlichen Leiter unseren Fahrplan erstellt. Er ist da fleißig dabei und schaut sich am Markt das auch an. Wenn was möglich ist, was finanziell passt, was auch sportlich passt, was auch zur Mannschaft passt, dann werden wir sicherlich was machen. Und wenn es nicht so ist, ja, dann machen wir mit dem Kader weiter, was uns Trainer zur Verfügung steht. Zum Abschluss des Interviews wollen wir noch ein bisschen persönlich werden. Du warst ja Spieler bei uns beim Verein, jetzt als Trainer. Wie fühlt sich das an? Ist das einfach ein besonderes Gefühl nochmal für dich, jetzt der Trainer vom Tiroler Traditionsverein zu sein? Gerade wenn man die Zuschauerzahlen anschaut, auswärts wieder heim in das Stadion reinschaut, die Fans anschaut. Ich glaube, dass man das gar nicht erklären kann. Das ist wirklich für mich, wo das Angebot da war, schon so ein sehr, sehr emotionaler Moment. Wenn ich mich 20 Jahre zurückerinnere, wo ich da als Spieler hereinspaziert bin in die Kabine und dann stehst du auf einmal als Trainer da außen und schaust die Spieler an, ist schon richtig, richtig cool. Und ja, es hat sich die Chance für mich ergeben und danke nochmal an alle Beteiligten, die was mir die Chance gegeben haben. Es ehrt mich natürlich, war kein Trainieren, wie viele Trainer wünschen sich das, egal in was für Liga. Und ich habe die Chance und ich will sie auch nutzen und ich will dem Verein einfach mit meiner Erfahrung weiterhelfen. Ganz zum Abschluss, hast du noch eine Botschaft an die Fans? Ein besonderes Danke oder irgendwas? Ja, ganz ein großes Lob an die Fans. Also unglaublich, was die eigentlich leisten, das spürt man. Ich hätte mir schon gewünscht, dass dieses Boykott vielleicht ein bisschen anders umgebracht wäre, weil man merkt schon bei den Jungs, wenn zweite Halbzeit das Ganze losgeht, dass da einfach anderer Schwung da ist. Aber ich hoffe schon, dass das jetzt mit der Generalversammlung dann erledigt ist und wir sie dann in der Rückrunde über 90 Minuten haben. Aber unglaublich, was sie leisten. Also man kann sich das nur wünschen und danke, danke, auch in schlechten Zeiten. Es ist ja nicht nur so, dass die Fans, wenn es läuft, dann ist jeder, sage ich mal, positiv eingestimmt. Aber die waren auch bei den Spielen dabei, wo die Jungs vielleicht nicht so den Tag gehabt haben, voll hinter uns. Und danke und bitte weitermachen. So. Okay, vielen Dank für deine Zeit zu dem Interview und alles Gute für die Rückrunde. Danke, Alex.